Hallo, wer ist denn da? Spreche ich mit Herrn Manns, Wer Frau Manns? möchte das denn wissen? Entschuldigen Sie bitte, ich höre Sie ganz schlecht, Sie sprechen ganz leise oder Sie klingen ganz leise. Ich fragte, mit wem ich da spreche. Mit Blockchain, Mit wem bitte? Finanzabteilung. Blockchain, Finanzabteilung. Axel Wagner, mein Name. Das sagt mir nichts. Was möchten Sie? Sie haben vor längerer Zeit bei Premium Firefox investiert. Ja, da habe ich mir Oder das Upgrade Anlage getätigt. geholt, genau wegen dem Werbeblocker. Bebre? Nochmal. Ja. Ja, genau. Die Ja. Firma, die gibt es ja nicht mehr. Ach so, Und wir deswegen. müssen. Bebre? Nee, ich habe mich gewundert, dass ich da nichts mehr von gehört habe. Ja, wie gesagt, die Firma, die gibt es nicht mehr und wir müssen die Konten auflösen. So. Ich bräuchte jetzt eine mündliche Zustimmung, dass wir das Konto auflösen dürfen, falls dort kein Guthaben vorhanden ist. Sind Sollte Sie da noch der Guthaben vorhanden sein, Insolvenzverwalter oder was machen Sie da? Bebre? Sind Sie der Insolvenzverwalter? Genau. Ach so. Ja, ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen her. Ich weiß nicht, ob ich da was drauf habe. Ich habe ein paar Mal probiert, Wie da gesagt, anzurufen, aber. ich lasse es einmal überprüfen und Ja. sobald ich damit fertig bin, werde ich mich heute melden. Das wird ein paar Stunden in Anspruch nehmen. Ach so, weil ich fahre morgen in Urlaub. Also das wäre gut, wenn wir das heute machen könnten, wenn das wichtig ist für Ihre Arbeit, ne? Ich will ja nicht, dass Sie Gar Probleme kein haben. Problem. Nein, 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 das wird auf jeden Fall heute geschehen. Wenn es Ihnen recht ist, welche Uhrzeit heute Nachmittag würde es Ihnen passen? Noch gerne bis 4, wenn wir das hinkriegen. Bis 4. Dann Ja. werde ich mich zwischen 15 und 16 Uhr bei Ihnen melden. Das hört sich gut an. Wie viel Zeit brauchen wir da? 10, 20 Minuten etwa. Ja, das sollten wir hinkriegen. Soll ich so lange mal gucken, ob ich da noch die E-Mails und sowas finde von denen? Entschuldigen Sie bitte, ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Soll ich bis dahin schauen, ob ich noch die E-Mails von denen finde? Brauche ich noch irgendwas? Nein, 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 das brauche ich alle. Also das hilft mir überhaupt nicht weiter, weil alle Informationen, die Sie bei Premium Firefox damals hinterlassen haben, die habe ich vor mir liegen. Ach so, Sie haben das alles. Na gut, dann haben die ja wenigstens das ordentlich gemacht. Na gut, dann reden Genau. wir nachher, ne? Wunderbar, perfekt. Bis Perfekt, später. Herr Mannes. Danke für den Anruf. Wiederhören. Bis später. Tschüss. Tschüss. Na, dann können wir ja mal Ist gespannt es? sein, was da noch kommt. Ist auf jeden Fall einer, der richtig Deutsch kann. Ich verstehe sowieso nicht, warum sie immer die allerletzten Idioten den Erstkontakt machen lassen. Das ist, als ob du einen Massenmörder beim Supermarkt hinstellst, um die Leute zu begrüßen. Aber hey, auch gibt Leute, die das mögen. Ja, wir sind soweit durch. Ja. Und Sie haben tatsächlich noch Guthaben drauf. Ich muss gerade kurz zu Ende essen. Kleinen Moment. Entschuldigen Sie bitte, ich höre Sie immer noch ganz, ganz schlecht. So ist jetzt besser? Jein, Ja, ich ja. hatte gerade noch eine Tablette im Mund, ne? Da ist das nicht so gut. Ach so, Was sagten okay. Sie nochmal, wer ist da? Ich habe es nicht ganz verstanden. Axel Wagner, Ach ja, Blockchain. wir hatten vorhin gesprochen, ne? Wegen dem Feuerfuchs, Genau, ne? genau, genau. Ja. Und was haben Sie Wir sind jetzt da? durch, haben das alles überprüft. Jetzt habe ich vor mir liegen 1,3883834 Bitcoins. Da sind jetzt momentan, ein Moment, ich rechne das einmal in Euro aus, weil das ist Bitcoin, wovon ich rede. Dort, wo Sie investiert haben, der Broker, der hat das damit Bitcoins eingekauft. Ach so, weil wir waren eigentlich so verblieben, dass der Ethereum das machen wollte und dann haben die sich nie wieder gemeldet. Wie gesagt, jetzt sind das 1,38 Bitcoins und da sind 86.954,96 €. Euro? Genau. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das waren 1000 Euro damals, als ich das gemacht habe. Entschuldigen Sie bitte, ich melde mich sofort wieder, weil ich höre ganz, ganz schlecht. Ich rufe Sie sofort wieder zurück. Ja, danke. Gerne.
So, jetzt höre ich Sie gut. Na, das ist doch großartig. Hallo. Ja, hallihallo. So, Herr Mannes, wie ich das gerade eben schon erwähnt habe, da sind 86.954,96 €. Ich bin ganz aufgeregt. Wir haben drei Möglichkeiten, um das Geld an Sie zurückzuschicken. Ja. Einmal Visa, Mastercard, Sparkasse oder Krypto. Wie ist das Portemonnaie, wenn Sie haben? Ich glaube, der hat mir damals sowas angelegt, aber weil ich jetzt da, weil das ja so komisch lief, also da würde ich nicht weitermachen wollen mit. Das ist mir dann doch zu riskant. Wenn Sie mir das überweisen könnten, wäre das toll. Natürlich, das kriegen wir hin. Haben Sie denn, dann machen wir das anders. Bitte? Haben Sie einen Computer vor sich? Vor mir ist im Büro, also im Arbeitszimmer. Ich war ja mal selbstständig, ne? Den habe ich noch. Okay, genau. Mögen Sie sich bitte einmal dahinsetzen? Oh ja, einen Moment bitte. Natürlich. So, ich nehme Sie mal eben mit. So, muss den nur anmachen, ne? Der war jetzt ein paar Tage aus. Ja, alles gut. Ich brauche die Rendermühle nicht ganz so oft. Ist auch gut so. Lieber frische Luft atmen, statt vom PC zu sitzen. Ja, das ist bei Ihnen im Beruf wahrscheinlich schwierig, oder? Genau, aber da ich ja noch jung bin, deshalb, ja, ist zwar scheiße, aber... Man kann damit leben, sagen wir es mal so. Na, man kann das ja abends dann ausgleichen, ne? Genau. Ein bisschen, auch am frühen Morgen ein bisschen joggen gehen, ein bisschen Sport und dann PC. Ja, am frühen Morgen ist das ja ganz gut, ne? Weil da ist es halt noch nicht so heiß draußen. Dann kann man das eher Sie wissen, was ich meine. Natürlich. So, ich habe die alte Bertha jetzt angemacht. Jawohl. Was soll ich denn machen? Soll ich was googeln? Erstmal muss ich Sie fragen, ob Sie eine Anydesk auf Ihrem Computer haben. Office, meinen Sie? Nee, Anydesk. Sagt das mir nichts. So, okay, dann einmal auf Google. Soll ich Ihnen jetzt meine Kontonummer durchgeben? Gleich. Ja. Entschuldigung, ich bin ganz aufgeregt. Alles gut. Das ist ja nicht wenig Geld. Nee, das ist eine ganze Menge. Genau. So, ich habe den offen. Jawohl. Wenn Sie Google vor sich haben, da geben Sie bitte in die Suchleiste. Also ich bin bei Bing. Ist das gut? Nein. Google. Google bräuchten wir jetzt. .de oder .com? Das ist Ihnen ganz recht, also da müssen Sie sich... Ich habe den Unterschied nie verstanden, weil wenn ich das aufmache, ist immer beides auf Deutsch. Ich habe immer gedacht, das eine ist das amerikanische Pendant dazu, aber irgendwie scheint das doch nicht so zu sein. Sagen wir es mal so, internationale, weil dann haben Sie Zugriff auf alle Länder der Welt, von alles, was Google anbietet. Ach so, weil ich mag die Amerikaner überhaupt nicht, deswegen bin ich da immer so ein bisschen, ne? Ja. So ein bisschen weggeblieben. Was soll ich dazu sagen? Also ich darf, weil unsere Gespräche werden aufgezeichnet, deshalb darf ich dazu leider nicht sagen. Sie können doch nicht einfach Gespräche aufzeichnen. Doch, leider Gottes, ja. Nicht unser Gespräch, sondern nur meine Stimme, was ich zu Ihnen sage. Aber warum wird denn das aufgezeichnet? Damit mein Chef überprüft, was ich... Das sind ja Stasi-Methoden. Das ist ja wie beim KGB. Na, ich würde da nicht, da würde ich sagen, das mache ich nicht. Ja, das aber Sie scheint das nicht zu stören, wenn Sie da so herzhaft drüber lachen können. Nein, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt also sich an Gangstalking und Nachstellung. Kennen Sie Eduard Käseberg? Natürlich. Ja? Natürlich. Wenn man etwas Bücher liest und sich ein bisschen mit Geschichte auseinandersetzt, dann lernt man so einige
ja, Schriftsteller und Personagen kennen. Also es ist ja interessant, dass Sie den Herrn Käseberg kennen. Der ist ja, sagen wir mal, in der Bubble noch relativ unbekannt, weil so die meisten Masken wie den Drachenlord und den Mimon Baraka, den kennen die Leute, aber der Herr Käseberg ist schon so ein bisschen so ein Außenseiter. Obwohl er der einzige... Undercover-Agent, sagen wir mal so. Finden Sie, der ist ein Undercover-Agent? Also, dann macht er seine Sache sehr gut. Ich habe damals auch beim Bibel-Channel schon gewusst, dass das ein Troll ist und habe ihn dann am Telefon auch veräppelt. Und da haben die Leute mir ganz böse Kommentare geschrieben, warum ich denn einen Behinderten verarsche. Da habe ich gesagt, Leute, der Typ schauspielert, merkt ihr das denn gar nicht? Und irgendwann hat er es dann ja zugegeben in einem Livestream. Und dann war ja klar, dass ich die ganze Zeit recht gehabt habe, ne? Der alte Mann hatte recht. Mhm. Der alte Mann und das Internet, da könnte man ein Buch drüber schreiben. Aber so ist das mit dem ganzen Followers und ganzen Internet-Stuff. Was ist denn Ihr Lieblingsvideo vom Drachenlord? Oh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also ich sag Ihnen das mal so. Also ich habe kein Lieblingsvideo, ich habe auch kein Lieblingsschriftsteller und kein Lieblingsschauspieler. Also genau wie der Drachenlord. Der sagt ja auch, er hat kein Lieblingsessen, kein Lieblingstrinken. Doch, Essen und Trinken, das habe ich sehr wohl. Aber an Menschen mehr oder weniger... Für mich sind alle Menschen gleich. Sind Sie denn auch mal zum Altschauerberg hingefahren? Da ist er hat ja immer so Autogrammstunden gemacht. Nein, um Gottes Willen, nein. Na, hätte ja sein können, Sie kennen sich ja gut aus. Wie gesagt, das Lesen macht einen... Würden Sie sich selber denn als Fan bezeichnen? Nein. Sind Sie kein Drachi? Nein. Das hätte ich jetzt gedacht, Sie hören sich da so... Sind Sie eher ein Hater, ne? Was heißt Hater? Ich bin so eine neutrale Person, ich höre mir das gerne an und wenn zu viel Bullshit daraus kommt, da höre ich auf, da zuzuschauen, zuzuhören. Dann, also Sie haben ja gesagt, Sie sind ja auch sehr belesen, das hat der Herr Baraka von sich ja auch immer behauptet. Und der Herr Winkler, der ist ja der Ansicht, dass die Haut kein Organ ist. Wie stehen Sie da dazu? Haut kein Organ? Also, Also natürlich ist das ein Organ, bloß wie soll man das richtig ausdrücken? Ja, ich weiß es nicht, also er hat es nicht hingekriegt und seitdem streitet sich ja das Internet darüber, ob die Haut ein Organ ist. Also Haut ist sehr wohl ein Organ, weil ohne Haut können wir genauso wenig leben wie ohne Herz und ohne Leber. Ja, das ist so. Ich meine, meine Leber, die habe ich ziemlich kaputt gesoffen, aber sie ist halt noch da, ne? Also wie gesagt, Sie trinken, ich rauche ab und zu und... Ja? Sie also, haben gar nicht so eine verrauchte Stimme, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht bei Ihnen. Nein, um Gottes Willen, also wie gesagt, ab und zu. Also nur ein bisschen. Wenn man sich mit Freunden trifft, wenn man ein Bierchen sich gönnt. Haben Sie eine Lieblingsmarke? Eine Marke? Ja. Ja, Flensburger. Flensburger, sind Sie aus Norddeutschland? Ja. Ich komme ursprünglich direkt aus Flensburg. Ach, da haben Sie ja natürlich einen Heimvorteil, ne? Ich bin ja aus Hamburg. Fast Nachbarn. Na, also ein bisschen auseinander. Also ich sag mal, ich bin auf der Reeperbahn aufgewachsen. Ne? Da ist halt Flensburger, hat er halt auch so seine Tradition, ne? Ja, ich bin von 2013 bis 2017 habe ich in Hamburg studiert bei der EMBA. Oh, was haben Sie denn studiert? Sport-Event-Management. Jetzt sitzen Sie hier und helfen den Leuten, wenn dir das Geld gestohlen wurde, oder? Das ist eine interessante Wendung. Wie haben Sie das denn geschafft? Durch Angebot. Durch Angebot. Ach, Sie sind also angesprochen worden. Genau, und ich sehe... Klasse. Ich sehe, egal was für ein Job, ich sehe das so, wer mehr zahlt, ich gehe... Wozu geht man arbeiten? Um Geld zu verdienen, um das Leben sich zu finanzieren. Ganz viele meinen, die müssen Spaß bei der Arbeit haben, die müssen das haben, die müssen dies haben.
Ich bin, wie gesagt, ich bin das Gegenteil davon. Ich gehe zur Arbeit. Ich hasse meine Arbeit, egal was, welche Arbeit das ist. Das ist ein ehrlicher Mann. Aber genau, Warum hassen Sie das denn? Ich stelle mir das schön vor. Arbeit ist doch beschissen. Also derjenige, Naja. der das erfunden hat, der Ich glaube, da sind ist wir wieder bei den jemand gewesen. Amerikanern, ne? Weil die haben ja den Goldstandard abgeschafft, weil er früher irgendwie schon ein paar Goldklumpen gefunden hat, aber das ist ja heute nichts mehr wert. Ja. Also wie gesagt, was die USA betrifft, da stimme ich Ihnen komplett zu. Das Also tun die meisten. das ist das letzte Stück Fleck auf Erde, was meiner Meinung nach mit Antarktide damals heruntergespült werden sollte. Das haben Sie schön ausgedrückt, ne? Ja. Wo machen Sie denn Politisch am liebsten neutral. Urlaub, wenn Sie Amerika nicht mögen? Oh, ich bereise gern die Welt. Ja, wo waren Sie Besser denn gesagt, schon? ich bin durch ganz Europa schon gefahren. Ich war in China, Schön. ich war in Russland, ich war in Kasachstan. Oh, da war ich Ja. auch. Ich finde, das ist das schönste Land der Welt, so von der Landschaft her. Da habe ich auch Von der, meinen ja, Geschäftspartner sehr, sehr schön. kennengelernt, mit dem ich, sage ich mal, sehr Okay. erfolgreich war. Das wäre mir auch nicht passiert, wenn ich da nicht gewesen wäre, ne? Ja, sehen Sie. Und in der Sehen Sie, das Mongolei ist so. waren wir auch. Ich war ganz überrascht. Wussten Sie, dass es in Ulaanbaatar nordkoreanische Restaurants gibt? Nein, überhaupt Die nicht. waschen da ihr Geld sozusagen. Die schicken ganz viele Leute dahin Ach zum was. Arbeiten. Da gibt es sogar eine Ach cool. Dokumentation drüber, wie die da. Da gibt es halt Okay. Ärzte und Masseure und halt auch Baustellen und Restaurants von Nordkorea, Ach. trotz der ganzen Echt? Also Sanktionen. das hätte ich mir niemals vorstellen können. Ich Das auch ist nicht. ja interessant. Ich meine, ich spreche kein Nordkoreanisch, aber die waren sehr freundlich, die Leute, ne? Die sind grundsätzlich, also alle Koreaner und alle Asiaten, finde ich, oder meiner Meinung nach, sind sowas von freundlich. Also Oh das ja. ist, da könnten sich andere Völker wortwörtlich eine Scheibe von abschneiden. Oh ja, nur nicht mit dem Schwert von den Japanern, dann ist nicht nur eine Scheibe ab, da ist gleich der ganze Arm weg. Also ich habe ja, sagen wir mal, einige Japaner kennengelernt, so in der Geschäftswelt, ne? Und so dieses mit den beiden Händen da die Visitenkarte rüberreichen, dieses Verbeugen und alles, das ist schon das könnten wir in Deutschland auch gebrauchen. Hab gerade wieder Ja, aber gelesen, dann. dass die einen Bademeister da in Bremen halb totgeschlagen haben. Das wird es in Ach Japan was. nicht geben, da. Nein, also also sagen wir es mal so, wenn es in Japan geben würde, dann würde auch derjenige, der das getan hat, zu oder wissen, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Ja, die würden den richtig herannehmen, aber so muss das ja auch Ja, sein, du. Das ist ja als wie ein genau. Ferienlager Also hier ja geworden. da stimme ich Ihnen sowas von zu. Das könnte ich mit Blut unterschreiben. Also würden die Oha. Gesetze so hart sein wie in ganz vielen anderen Ländern, Oh wo ja. unser tolles Vaterstaat uns erzählt, das ist ja nicht korrekt. Das so kann man ja, das ist ja, wie sagen die das? Das ist ja menschenfeindlich. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Die nehmen uns oder unseren Geliebten das Leben weg und werden dafür auch noch belohnt. Ja, mit einer Wohnung, mit neuen Ja. Zähnen und was weiß ich nicht alles. Ja. Also was ich dazu denke, das darf man gar nicht offen sagen, du. Also ich glaube, wir haben uns gefunden, wo wir das Wort wirklich Ja, sagen. das ist so, weil das ganze Gesindel, nur das gehört ja wirklich Ja, eingefangen. Die ganzen genau so Kriminellen, die sieht's da aus. rumlaufen, du, und da den Leuten das Geld wegnehmen und alles. Aber ich hoffe, die werden eingefangen, nicht bei uns auf dem Territorium. Ich hoffe, die werden irgendwo zum Beispiel in Belarusien oder, wie wir das gerade erwähnt haben, in Nordkorea. Haha, ja, vielleicht sollten wir denen mal einen Urlaub in Nordkorea schenken. Da kann man ja tatsächlich Urlaub machen und dann sollen die sich da mal so benehmen wie hier. Aber so wie ich den Scholz kenne, zahlt er dann auch noch das Lösegeld, das der Kim haben will. Da ist uns ja auch wieder nicht geholfen. Ich wollte gerade sagen, also da sind wir bei Belarusien, glaube ich, besser aufgehoben. Wo? Och,
Belarusien, hier wissen das. Weißrussland, meinen Sie? Weißrussland, genau, entschuldigen Sie. Da kenne ich mich jetzt gar nicht aus mit. Nee, die haben auch die Todesstrafe und der verhandelt ja mit keinem. Der verhandelt mit keinem, ihn interessiert auch kein Lösegeld, nicht. da wird man einfach hingerechnet. Oh. So wie es sich gehört. Also, so bei manchen, da müsste man halt schon mal, ne? Mhm. Ich würde mir ja so manchen packen, aber man darf es ja nicht, ne? Ich habe meinem Enkelsohn, der hat mir mal ein T-Shirt geschenkt, da steht drauf, manche Menschen sind nur am Leben, weil es verboten ist, sie zu töten. Meine Frau hat ein großes Problem damit, wenn ich das anziehe. Das mache ich dann immer nur, wenn ich mal mit meinen Geschäftspartnern soll, wenn wir mal in Hamburg oder in Nürnberg unterwegs sind, ne? Ach, Herr Moms, wissen Sie was? Die Frauen, die sind immer so, wie ist das, so lieb und heilig, solange es nicht das Eigenfleisch trifft. Ja, so ist das. Aus der Familie. Und dann werden das so, also man sagt ja, Frauen sind viel schlimmer wie Männer, wenn es um Rache oder um manche Taten geht. Ja, ja. Also wie gesagt, die Frauen, die können auch anders. Aber die sind auch diejenigen, die uns auf dem Boden halten. Ja, oft ist das so. Wenn ich, was ich alles schon gemacht hätte in meinem Leben, wenn meine Erna nicht da gewesen wäre. Ja, entweder hat sie mir die Autoschlüssel weggenommen oder die Wohnungsschlüssel, damit ich nicht besoffen losgefahren bin. Aber das waren schon interessante Tage. Du. ja, so ist so, das. Herr Mond. Entschuldigen Sie bitte, wir sind jetzt ganz vom Thema abgekommen. Ich weiß. Haben Sie jetzt Google geöffnet? Ich habe das offen, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da machen sollte. So, in die Suchleiste geben Sie jetzt bitte Anydesk. A, also ich buchstabiere das einmal. Achso, ich soll das aufschreiben, ja? Also in die Suchleiste von Google einmal eingeben. Ach so, ja, ich wollte es jetzt auch so aufschreiben, ja. A? A, N, ja. Also Anton Nordpol. Ja. Y. Ja. Dora. Ja. Essig. Was war das nochmal? Saskia. Achso, S. S wie, ja, das SS früher. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Also ich habe Anton Nordpol Y. Anton Nordpol Y, genau. Ja. Dann Dora. Dora, ja. Emil. Ja. Süden. Ja. Und Kasachstan. Kasachstan. Genau. Ich überlege gerade, wie die Hauptstadt von denen heißt. Ich komme nicht drauf. Von Kasachstan? Ja. Gute Frage. Ich habe ja Google gerade offen. Hauptstadt Kasachstan. Astana. Astana, ja. Und wo waren wir jetzt vorhin noch bei Weißrussland? Genau, ja, das ist ja neben Polen, neben Ukraine. Ach so, die Ecke. Und wie heißt da die Hauptstadt? In Belarusien, keine Ahnung. Na, hätte ja, ich guck mal eben. Schon mal. Minsk. Also, Minsk. Geografisch bin ich überhaupt nicht. Na, ich auch nicht. Also ich weiß ungefähr, wo Frankfurt ist und ich weiß ungefähr, wo Italien ist. Aber dann hört es auch auf. Aber das ist doch schon mal ein Vorteil. Ich wüsste das noch nicht. Na, ich bin froh, wenn ich den Weg zum Kühlschrank finde. Man muss ja ein bisschen Spaß haben. Von wo rufen Sie eigentlich an, junger Mann? Aus München, wie aus ich das München? Vorhin schon erwähnt habe. Achso, ich war bei Flensburg jetzt zuletzt irgendwie. Nein. Ich bin dort aufgewachsen in Flensburg. Ach, ja, da war er. Und kriegt man Flensburger in München? Wie bitte? Ob man Flensburger in München bekommt, wird das da angeboten? Ja, ja, natürlich. Das hört sich sehr selbstsicher an. Also ich muss dazu gestehen, ich weiß es gar nicht, aber ich bestelle mir das immer. Ach so, von der Brauerei direkt, oder? Nein, vom Lieferanten. Ach so, haben Sie schon mal, ich bin mal in Bayern gewesen vor ein paar Jahren in Mittelfranken, falls Sie das kennen, diese Ecke Emskirchen.
Und da gab es beim Rewe, da gab es so ein ganz lustiges Bier, da war ein Gartenzwerg drauf. Das nannte sich Löschzwerg. Das fand ich sehr lecker. Okay. Wissen Sie, ob das sowas Regionales ist? Ich habe keine Ahnung. Wie hieß es nochmal? Löschzwerg. Wie ein Feuer löschen und der Zwerg. Löschzwerg. Ich schreibe mir das einmal auf. Löschzwerg. Ich fand das ganz lecker. Ja, ich werde das mal beim nächsten Mal probieren. Sie können ja mal gucken. Ja. Es gibt ja schon interessante Sachen auf der Welt, ne? Natürlich, natürlich. Also die Welt ist... Die ist faszinierend. Also ich möchte ja auch... Ich habe jetzt vor im Herbst, da will ich mit meinem besten Freund nach Indien rüber. Wir wollen uns Amritsar anschauen, da wo dieser heilige Tempel ist von den Sikhs, da wo jeden Tag 100.000 Leute was zu essen kriegen. Kennen Sie das? Nein. Das finde ich auch ganz faszinierend. Da sitzt dann der Bettler neben dem Geschäftsmann und alle essen da ihr Fladenbrot und die Bohnensuppe und haben eine gute Zeit zusammen. Ja. So, Herr Mannes, bitte verzeihen Sie, ich habe demnächst auch schon den nächsten Termin, deswegen lassen Sie uns jetzt einmal zur Sache kommen. Wie haben Sie mich gerade genannt? Herr Mannes? Das ist nicht mein Name. Rolf Mannes? Nee. Eberhard Gärtner ist hier. Ach, bitte verzeihen Sie, ich hab jetzt... Falsche Seite, hä? Ja, genau. Ja, nicht, dass danach ein anderer mein Geld kriegt, ne? Nein. Das, jetzt haben Sie mich auch. Sie wollten aber bei mir anrufen, ja? Natürlich. Also Sie können einem ja einen Schreck einjagen. Nein. Wie gesagt, ich durch die Ablenkung habe ich hier auf dem Tisch alles durcheinander. Ja, das ist alles gut. Ihre Akte einfach über. Also mit der anderen Akte überdeckt. Ach, Sie haben richtige Akten da liegen, noch so im Büro? Ja, natürlich. Das ist ja klasse. Und ist das eine staatliche Einrichtung da von Ihnen? Oder wie muss ich mir das... Ja, wir sind ein... Natürlich. Ach, Sie gehören dann zum Finanzamt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wir sind ein Subunternehmen, was vom Finanzamt finanziert wird. Ach, dieses, wie nennt man das nochmal, Bürokratieerweiterungsgesetz, war da irgendwie neulich im Fernsehen mal was? Ja, genau. Ja? Genau. Das ist spannend. Genau. Aber das ist doch eigentlich für Sie wäre das doch besser, wenn Sie direkt beim Finanzamt angestellt wären. Die bezahlen doch bestimmt deutlich besser dann. Nein. Also da ist man deutlich mehr unter Kontrolle und unter... Und Sie sind da... Ich mir die Zeiten selbst einteilen. Ach so, sind Sie da der Chef sozusagen? Also ich bin mein eigener Chef, genau. Ach so, aber Sie haben jetzt da eine Abteilung unter sich, oder wie läuft das? Nein, Abteilung nicht. Ich habe meine Kunden, die ich abarbeite. Und ach so? Jeder von uns bekommt immer die Kunden. Und pro Kunden bekomme ich auch meinen Anteil. Ach so, von dem, was gerettet wird, oder wie läuft das? Genau, weil... Was kriegen Sie denn? Weil da müssen wir ja auch nochmal drüber sprechen. Bitte? Nein, von Ihnen bekomme ich gar nichts. Ach so. Das wird vom Finanzamt finanziert. Ach, und die holen sich das von mir dann wieder? Na toll. Also nicht nur von Ihnen, von mir genauso, weil ich bezahle genauso Steuer. Naja, aber es ist ja diese Krypto-Geschichte, das muss ich doch jetzt dann bestimmt versteuern, wenn das ausgezahlt wird, oder? Jein. Also kommt drauf an, sind Sie noch selbstständig, bekommen Sie Rente, Hartz IV oder Arbeitslosengeld? Also es ist ja im Prinzip so, dass mein Sohn hat zusammen mit seiner Frau und seinem Bruder quasi die Firma übernommen. Ich bin quasi noch im der Vorstandsvorsitzende und bekomme Altersbezüge, aber ich bin nicht mehr, also ich bin in Rente offiziell, ne? Okay, weil wir können den Betrag sonst aufteilen. Ach, wir können den splitten. Jetzt kommt der Trickser raus, das gefällt mir. Genau. Nee, wie gesagt, ich bin der Letzte, der Menschen dazu zwingt, irgendwie Steuern zu bezahlen. Wie ist das mit Auslandskonto? Man bleibt genug, könnte Steuern. Können wir da was machen? Auslandskonto?
Wenn Sie Online-Banking haben, dann ja. Nee, das jetzt also fürs Abführen von Ja, Ihnen genau. zu mir. Weil wir haben Genau, ja im das meine ich Prinzip, ja. wir haben ja nach wie vor Geschäftskontakte in Ulaanbaatar, dann hätte ich gesagt, da können wir da, wir haben da eine Nied oder mein Sohn jetzt ja, eine Niederlassung. Okay. Wir handeln ja mit Zement und mit Baugütern und vielleicht können wir da was einrichten. Dann Also können Sie auch in das. Ulaanbaatar mal das Ferienhaus bekommen. Wir haben da ein Okay, aber Ferienhaus am See sogar. das ist ja schön, aber das kann ich Ihnen jetzt so auf die Schnelle gar nicht beantworten. Ja, das. Wie gesagt, wir können erstmal, um die Steuer zu vermeiden, weil da sind ja 86.000, und die Ja. 86.000, wenn wir die durch zwei splitten, das wären je 43.000, und unter 50.000 ist man steuerfrei, was das angeht, Ach, weil guck das ist mal. Da Kryptowährung. wollte ich gerade nachfragen. Guter Mann, da bin ich ja froh, dass ich vorhin ans Telefon gegangen bin, weil da hatte ich mir gerade ein Eis geholt und habe eigentlich gar keine Lust gehabt. Weil meistens ist das Ja. ja so, dass am Donnerstag rufen immer die ganzen Vertreter an. Da haben wir früher immer so eine Konferenz gehabt. Okay. Und manche machen das Nee, heute noch. wir arbeiten eigentlich von Montag bis Freitag. Ja, das Also die tue ich Woche auch, laufen. aber also manchmal muss man halt auch am Wochenende noch ran, ne? Genau. Wie so ein Ziegenbock, man muss immer oben drauf sitzen, damit das funktioniert. Da bin ich ja in Gern. Indien so begeistert, dass die Leute da immer oben auf dem Zug drauf sitzen, ne? Frag mich, wie die das schaffen, so mit Ja, den also G-Kräften und allem. wenn man lebensmüde ist, dann schafft man so einiges. Oh ja, neulich habe ich so ein Video gesehen aus Russland, war das angeblich. Da sind so ganz Ja. junge Leute mit so einer Helmkamera und die sind da irgendwie so Fernsehtürme hochgeklettert Ja, und Gebäude ja. und die, das ist keine Sicherung oder irgendwas, sondern sind die da rumgehüpft wie die Verrückten. Yep. Aber das, ich weiß nicht, ob es bis heute noch gibt, aber früher gab es das auf jeden Fall. Diese Sendung habe ich auch mal gesehen, sagen wir es mal so. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie diese Sportart sich nannte, aber da ist mir schon beim Zugucken ganz komisch geworden. Ja, also schwindelig. Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, das soll ja jeder machen, was er will, ne? Aber das ist schon. Stell dir mal vor, du fällst da runter. Da will ich das nicht sauber machen, du. Nein, nein. Also, Ist alles andere ich. als schön, du. Das ist halt so ein Peppa Pig Puzzle für Große. Man muss warten, bis es anfängt zu regnen. Das ist, glaube ich, dann am einfachsten. Dann löst sich das Problem von alleine. Oder man kippt Säure Genau, drüber. genau. Das sollten die, in Russland gibt es ja bestimmt Säure. Bei uns ist das ja verboten. Ja, natürlich, natürlich. Dann kann man das machen. Ja, Haben Sie ein woher gern eigenes geschehen? Büro? Ja. Das ist schön. Wie lange machen Sie das denn schon? Jetzt bin ich schon seit 3,5 Jahren dabei. 3,5 Jahre schon. Ja, Das lohnt sich. Sie hören sich noch gar nicht so alt an. Sie sind aber noch keine 30, oder? doch, 38 bin ich. Was, Oh, wirklich? nee, verzeihen Sie, 39. Vorgestern hatte ich Oh, Geburtstag. herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, vielen lieben Dank. Das ist schön zu Erinnern Sie hören. mich bitte nicht daran. Ja, was meinen Sie, wie traurig ich war, als ich damals 30 geworden bin? Von 40 und 50 Ja. wollen wir gar nicht anfangen, aber was, das Da, hilft ja nichts, aber dann man wird wissen Sie, wovon schlauer. ich spreche. Man wird schlauer im Ja. Leben, ne? Das stimmt, das Wenn ich ja stimmt, überlege, was ich das früher stimmt. alles für einen Quatsch gemacht habe und wie ich mich teilweise habe veräppeln lassen, das wird mir heute nicht mehr passieren. Ach, wissen Sie was? Also ohne diese ganzen Erfahrungen würden wir da sein, wo ja ganz viele geblieben sind, sagen wir es mal so. In der Ganz Steinzeit. viele verneinen das ja und möchten das nicht. Ich sag mal so, ich bin froh, das alles durchgegangen zu sein, weil man sammelt Erfahrung, und ohne Erfahrung wird man nie klüger. Ja. Egal, was man fürs Leben tut. Das ist der völlige Wahnsinn. Ich habe zum Beispiel damals, da waren wir noch ganz jung, da haben wir also aus der Burschenschaft damals ein Mitkommilitone und ich, wir haben einmal eine Wette abgeschlossen, wer es von uns nachweislich schafft, jede bekannte Ziegenart einmal zu fotografieren, der schuldet dem anderen 1000 Euro. Ich habe es nach 3 Jahren geschafft, weil mich meine Reisen halt doch auch um die Welt gebracht haben.
Am schwierigsten zu kriegen war der afghanische Steinziegenbock. Die gibt's nur in Kandahar, falls Sie das kennen. Nein, kenne ich nicht, aber ich kann Ihnen sagen, wieso bei den Afghanen nicht so viele Ziegen gibt. Warum nicht? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber die ganzen Moslems, die mögen das ja mit Tieren so einige Sachen anstellen. Ja, ich weiß, die dürfen ja keine Schweine essen, dann essen sie die Ziegen, genau. Oder was meinen Sie? Genau, ja. Genau. Naja, und es ist halt, das ist halt so was Regionales, das ist in etwa so, als wenn Sie den Otterbach-Otter suchen, den gibt es ja auch nur in Otterbach, darum heißt der so. Ich hoffe nicht, dass die Leute den da essen. Oh Mann, ist so das eine tolle Sache. Herr Gerdens, lassen Sie uns bitte einmal zur Sache kommen, weil ich habe wirklich demnächst einen neuen Termin und den muss ich auch wahrnehmen. Wie lange müssen Sie denn arbeiten heute? Wir bis 18 Uhr. Ach, das geht ja bis noch. 18 Uhr. Wann haben Sie angefangen? Aber ich habe noch um 10. Ach, das sind ja schöne Arbeitszeiten. Ja, ja. Soweit Arbeit schön sein kann. Ja, genau so sieht's aus. Bloß, wie gesagt, ich setze mir Ziele voraus, was ich am Tag schaffen muss, damit der Tag sich auch gelohnt hat. Deshalb müssen wir jetzt einmal bitte vorankommen. Na klar. So, Google-Suchleiste, Anydesk, also das, was ich diktiert habe. Jetzt nochmal. Guck mal, da hatte ich das mit der Hauptstadt drüber geschrieben. Können Sie es nochmal buchstabieren? Natürlich, Anton. Ja. Nordpol. Ja. Y. Ja. Dora. Ja. Essen. Bitte? Essen. Was gibt's denn bei Ihnen? Bei mir gibt's momentan gar nichts. Ich warte jetzt, bis wir fertig sind. Ach so, ich dachte, Sie wollten jetzt essen. Sollen wir nachher telefonieren? Nein, um Gottes Willen. Ich buchstabiere das. Ach so, Entschuldigung. Macht doch nichts. Also nach Dora Essen? Also wie die Stadt? Genau, richtig. Mit Doppel-S oder mit Scharf-S? Mit ein S. Nee, also Esse, die Stadt schreibt man mit Doppel-S. Ach, entschuldigen Sie, jetzt bin ich durcheinander. So, lassen Sie uns bitte jetzt einmal von Anfang an anfangen. Ja. Anton. Ja. Nordpol. Ja. Y. Ja. Dora. Ja. Emil. Ja. Saskia. Und dann Essen. Nein, und dann Q wie Kudamm. Also Q wie Quantum. Oder Quadro. Ja, genau. Gut. Nein, wie Kacke. Wie was bitte? Wie Kacke. Sie sind ja ein Lustiger. Ja. So, Anydesk. Also wir haben ja damals auch das ist auf Bronze, ne, fürs Goethe-Institut in Nairobi haben wir das gemacht, eine Buchstabiertafel, eine deutsche. Da haben wir noch ein paar. Soll ich Ihnen da mal eine von zuschicken? Da ist das Buchstabieralphabet. Geben Sie mir mal eben die Adresse, dann gebe ich das der Sekretärin weiter. Ja, das ist Mühlenstraße. Mühlenstraße? 17. 17? Ja, Postleitzahl? Genau. Einen Moment, Postleitzahl müsste ich einmal googeln. Sie werden nur Ihre Postleitzahl kennen, jetzt veräppelt er mich. Nein, überhaupt nicht. Sie sind da seit fast 4 Jahren und kennen die Postleitzahl nicht? Ja, weil ich komme immer wieder durcheinander. Ach so, wohnen Sie gar nicht in München? Wie bitte? Nein, ich arbeite hier nur. Ach so, Sie sind von außerhalb. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Genau. So. So, das ist die 80469. 469. Genau. Gut. Und wie nannte sich die Firma nochmal? Wie bitte? Wie nannte sich die Firma oder was ist das für eine? Blackchain. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Können Sie das mal buchstabieren? Ja, natürlich. Ja. B-L-A. Ja?
CK. Ach, die Farbe Black. Okay, gut, ja. Genau. Und dann? CH. Ja. CH. AIN. Black Chain, das ist aber ein ziemlich rassistischer Name. Hat sich da noch keiner beschwert, dass sie die Schwarzen in Ketten legen? Nein, also... Bis jetzt noch nicht, aber... Das ist ganz schön fies, ne? Ja, sie sind lustiger. Also wenn ich das eingebe hier, da kommt aber Neuhauser Straße 17 und nicht Mühlenstraße 17. Wie bitte? Hier steht bei Blockchain Consulting GmbH. Genau. Sind Sie das? Sie haben ja nach meine Anschrift gefragt. Ich habe Ihnen meine Anschrift durchgegeben. Ach, Sie wohnen in der Mühlenstraße. Genau. Ja, aber dann kann ich da ja nicht Blockchain draufschreiben. Nein. Wie war denn Ihr Name nochmal? Ich komme auch durcheinander. Axel Wagner. Axel Wagner. Wie der berühmte Komponist und der gefürchtete General. Genau, perfekt. Sind Sie eher General oder eher Komponist? Ich bin eher General. Sie sind eher der General. Mit Wagner haben Sie aber nichts zu tun, oder? Leider nicht. Leider nicht. Warum leider? Weil ich den Mann sehr schätze. Welchen denn? Der hat sehr viel. Den heutigen Wagner, oder besser gesagt den, der vor kurzem gestorben ist. Den Prigozhin meinen Sie? Genau. Den mögen Sie. Haben Sie da Geschäftsverbindung? Ja. Geschäftsverbindung nicht, aber... Hätte ich jetzt gedacht, wie gesagt, so. Nein, aber wie gesagt, also ich schätze denjenigen sehr, sehr. Ich habe das nur so am Rande mitgekriegt. Was hat er denn so gemacht alles? Also ich habe nur mitgekriegt, dass er da seine Truppe hatte. Er ist der Einzige, der den Amerikanern, egal ob in Syrien, in Afrika oder in Südfrankreich, den Arsch versohlt hat. In Frankreich? Was war da denn? Da waren ja die Übungseinheiten. Wovon? Die französische Legion, dort hat auch die Wagner seine Truppen trainiert. In Frankreich? Dort waren, genau. Warum sollte Frankreich den da trainieren lassen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Da sind ja schon, wie lange ist das her? Wir haben ja 2024, 2007, 2008 müsste das gewesen sein. Ach so. Das ist ja schon ein paar Jahre her. So lange hat er das gemacht? Noch länger. Glauben Sie denn, dass das ein Unfall war, oder glauben Sie, dass der umgebracht wurde? Also ich, leider denke ich, dass er umgebracht wurde. Und glauben Sie, es waren eher die Ukrainer oder es war eher Putin? Das ist sehr schwer zu sagen, weil Putin hatte eigentlich nichts getan. Er hat einen Staatsstreich angezettelt und Putin hat im Fernsehen gesagt, er wird ihn bestrafen. Der Putin erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Ja, das stimmt. Da kann man Bibliotheken mitfüllen. Genau. Mögen Sie den auch? Ja. Das hört man. So mehr wie der für sein Land tut, tut auch keinen heutzutage. Sie sind ja ein richtiger Patriot. Haben Sie russische Wurzeln? Ja. Ja, Sie haben so einen leichten Akzent, den man raushört. Ich bin 1998 rübergekommen. 98? Na guck mal, es gibt Leute, die sind seit 60 Jahren hier und haben das mit der Sprache nicht halb so gut drauf. Ja, wenn sie sich nicht anpassen, das ist... Ja. Was soll man zu den Gestalten sagen? Ja, nichts Nettes, ne? Jetzt müssen wir aber mal Tacheles reden, ne? Du bist doch in Russland drüben. Du bist doch in Russland drüben, erzähl mir doch nichts. Um Gottes Willen. Na doch, komm. Nein. Bist du nicht? Schade. Sonst hätten wir das mit den Steuern nochmal anders machen können vielleicht. Ach so, nein. Das hätte ja sein können. Also wenn wir im Sommer nochmal drüber sprechen, also Ende August, da könnten wir noch drüber reden. Aber jetzt momentan nein. Was ist denn im August? Wie bitte? In August Urlaub. Ach so, dann fahren Sie in die Heimat?
Genau. Kann man da denn einfach noch so hinkommen? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da noch Flugzeuge gehen oder so. Zum Mut mit Fahrrad. Irgendwie komme ich darüber. Von München nach Russland, ne? Da haben sie ja was vor, ne? Hat Napoleon auch schon probiert, aber der hatte noch keine Fahrräder. Bleiben Sie bitte einmal dran, ich bekomme einen Anruf. Ja? Ich bin sofort bei Ihnen. Ich warte, danke. Hallo, bin wieder da. Ja, das ist doch schön. Nein, Sie. Alles gut, genau, Arbeit geht das, vor. Genau, das ist der nächste Kunde, der wartet jetzt in der Leitung. Wir müssen jetzt bitte einmal zum Schluss kommen. Ja, würde ich auch sagen. Aber jetzt, genau. Ich bin jetzt mal so frei. Ja. Ich weiß ja, hast ja gemerkt, ich bin ja nicht ganz doof, ne? Du ja auch nicht. Nein. Ich würde sagen, wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir nicht gesprochen hätten und du nicht versucht hättest, meinen Computer zu kapern. Ich kenne die Masse und würde auch gern ein bisschen Kohle verdienen. Ich habe aus meiner Geschäftszeit noch die ganzen Kontakte von den ganzen Geschäftsführern, von den ganzen Einkaufsleuten. Sollen wir da irgendwie einen Deal machen? Jetzt komme ich Ihnen nicht hinterher. Naja, sei mal ehrlich, du versuchst doch gerade, mir die Kohle wegzunehmen. Ich kenne den Trick und du machst das auch echt gut, aber ich werde nicht drauf reinfallen. Aber ich hab ganz viele Telefonnummern und Kontakte von sehr reichen Leuten, die ich überhaupt nicht leiden kann. Und zusammen können wir da ja vielleicht was machen. Dann gibst du mir die Hälfte und... Um Gottes Willen, also nein. Na doch, Anydesk, komm, erzähl mir doch nicht. Das ist eine deutsche... Ich dachte, jetzt hör doch mal auf. Jetzt tu mal nicht so, als ob ich doof wäre, weil das bin ich nicht. Ich weiß, dass ihr nicht fürs Finanzamt arbeitet. Die Nummer, von der du anrufst, kann man auch nicht zurückrufen. Das habe ich nebenbei auch probiert. Und es ist doch inzwischen auch bekannt, wie diese Masche funktioniert, die du da gerade machst. Jetzt soll ich mich über Anydesk in mein Online-Banking einloggen, dann ist mein Konto leer. Das können wir zusammen bei anderen Leuten machen. Nein. Hören Sie mal zu. Wir können das anders machen. Wenn Sie mir das nicht glauben, dann machen wir das. Sei ehrlich, ich kenne das und ich möchte mitmachen. Ich möchte jetzt Geld verdienen. Lassen Sie mich bitte einmal ausreden. Falls Sie dies glauben haben, dann machen wir das anders. Dann melden Sie sich zuvor an, so dass ich das nicht sehe, weil Anydesk brauche ich nur dafür, weil ich habe von Ihnen im Endeffekt nichts, außer diese paar Sachen. Ich habe nur Eberhard Gertens, ich habe Ihre E-Mail-Adresse, ich habe Ihre Investitionplattform, wo Sie damals investiert haben. Und ich habe den Betrag, der jetzt noch offen ist. Ich habe ja nie investiert. Wie bitte? Ich habe ja nie investiert. Doch, bei Premium Firefox. Nee. Ich sag doch, das ist bei diesen Akten, die ihr da ausgedruckt liegen habt. Ich kann dir auch eine Akte schicken. Da stehen auch ganz lustige Sachen drin. Aber jetzt tu dir, weil du kriegst mich nicht abgezogen, aber ich möchte mitmachen. Ich habe tolle Kontaktdaten anzubieten. Nein. Komm, jetzt tu nicht so. Ich weiß es und du weißt es. Komm. Bitte lassen Sie mich die Scheißsumme an Sie überweisen, damit wir das endlich hinter uns haben. Ich brauche nur Anydesk, ich kann damit nichts machen. Natürlich, ich weiß, wie Anydesk funktioniert. Ja, dann lesen Sie das doch einmal durch, wie das funktioniert. Sie haben alle Fäden in der Hand. Nicht ich, sondern Sie. Ja, dann weiß sie aber auch, dass das eine Anydesk-Version dabei ist, wo man komplett die Kontrolle selbst über virtuelle PCs erlangen kann. Also, wie gesagt, ich kenne das alles, ne? Und genau. Nun komm. Und da war Ibratan, komm, tu nicht so. Und diese Anydesk, da können Sie die Verbindung sofort kapen, sobald Sie sehen, dass ich mit der Maus irgendwas mache. Ja, lassen Sie die Maus frei. Ohne diese Bewegung kann ich ja nichts machen. Nun komm, jetzt mal Hand aufs Herz. Komm, du schaffst es nicht bei mir. Ich kann dir helfen. Wir können uns gegenseitig helfen. Ich habe auch die Schnauze voll von diesem Land und will den Leuten einfach nur die Kohle wegnehmen. Und du scheinst mir da ein guter Mann für zu sein. Das klappt nicht bei mir. Ich weiß, dass du nicht fürs Finanzamt arbeitest. Ich weiß, dass du nicht in München sitzt. Ich kenne den Text auswendig, den du da erzählst.
Ich bin ein Subunternehmer. Du bist ein Superunternehmer. Und genau darum müssen wir reden, weil du bist der einzige von all den Idioten, der mich hier immer anruft, der richtig Deutsch sprechen kann, der verstanden hat, wie die Politik funktioniert, der nicht dumm im Kopf ist, und darum finde ich, sollten wir zusammenarbeiten. Dann können wir zusammen die Kohle machen, aber erzähl mir doch nichts. Ich habe nie investiert und der Name, den du da hast, der ist auch falsch. Den habe ich zweimal geändert während des Gesprächs und du tust so, als ob du da meine Akte liegen hast. Nun komm, Der Eber hat Gärtens. Ich habe das schwarz auf weiß vor mir. Ja, vorher hast du Hermano gesagt und ich habe übrigens nicht Eberhard Gens gesagt, ich habe Eberhard Gärtner gesagt. Hast du falsch aufgeschrieben? Nein, ich habe den Fan, dann habe ich das jetzt falsch vorgelesen. Nee, komm, jetzt tu doch nicht so. Ich habe dich doch erwischt. Und ich habe vorhin Mons gesagt und nicht Mans. Dimitri, so. Ich habe dich. Ivan, Dimitri, Sie können mich nennen, wie Sie wollen. Ja, am liebsten wäre mir ja Bratan, weil wir zusammen Geschäfte machen. Aber nicht so, wie du das hier probierst. Du machst das sehr gut, aber bei mir klappt das nicht. Aber ich möchte gerne mitmachen. Aber dann lassen Sie uns das doch nicht über Online-Banking machen. Ich habe Ihnen doch die drei Möglichkeiten gesagt. Ja, aber auch diese davon reden wir doch gar nicht mehr. Ich habe nicht investiert und ich weiß nicht, dass das gibt diese Bitcoins nicht, von denen du da redest. Ich krieg doch 10 solche Anrufe am Tag. Ich will mit dir Geschäfte machen. Ich habe tolle Kontakte, ich habe ganz tolle Adressdaten, die ich euch verkaufen kann. Ich kann Ihnen das schwarz auf weiß zeigen, dass ich das alles habe. Ja, ich kann ja auch mit Word sowas unterschreiben. Das ist ja ganz einfach. Aber guck mal, ich habe aus meiner aktiven Zeit, ich habe von ungefähr der Hälfte der namhaften Geschäftsinhaber von Deutschland, habe ich Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und alles andere. Wir könnten zusammen richtig gut Geschäfte machen. Da brauchst du jetzt nicht versuchen, mir hier einen vom Pferd zu erzählen. Ich kann euch das alles verkaufen. Ich muss nur anonym bleiben dabei, das muss gesichert sein. Nochmals, ich kann nur die Menschen anrufen, die mir in der Liste vorgegeben werden. Ja, jetzt tu doch nicht so. Du bist doch der Chef da, jetzt tu nicht so. Du bist doch nicht irgend so ein Callcenter-Idiot, der da sitzt. Du bist der Chef, du hast das Ruder in der Hand und wir reden jetzt Business miteinander. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin mein eigener Chef. Ja, dann hör doch auf, jetzt deinen Zettel vorzulesen und mach Geschäfte mit mir. Das ist doch kein Zettel, den ich vorlese. Na doch, du redest ja immer wieder hier von Anydesk und drei Möglichkeiten. Da sind wir doch schon lange drüber weg. Ich kenne das doch, was du da machst. Ich will mitmachen. Wie gesagt, das sind die drei Möglichkeiten. Wenn Sie das abschlagen, dann werden Sie immer wieder von Anrufen konfrontiert, weil Sie bleiben im System drin. Das ist nicht schlimm. Wenn du jetzt nicht auf mein Angebot eingehst, tut's der Nächste, der mich anruft. Ich habe so tolle Adressdaten zu verkaufen. Bei den Leuten klappt das. Wenn ich denen sage, ja, ich habe da auch investiert, dann glauben die das. Aber ich glaube es nicht, weil ich weiß, dass es nicht stimmt. Versteh das doch. Okay, dann machen wir das so. Dann verbleiben wir leider Gottes so, dann werden Ach wir Mensch. Immer wieder angerufen. Ja, du darfst mich gerne wieder anrufen, aber ich glaube, du verstehst gar nicht, was ich dir sage. Natürlich verstehe ich das. Was habe ich denn gesagt? Was habe ich dir denn gerade angeboten? Weil ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich brauche keine Nummern von Ihnen, ich bekomme die ganzen Nummern. Ja, von irgendwelchen alten Opas, die mal 250 Euro eingezahlt haben und denen versuchst du dann das leere Konto leer zu machen. Ich habe die Namen und Telefonnummern von reichen Geschäftsleuten, von richtigen Leuten, von richtigen Deutschen, denen man schaden kann. Du, ich bin in der DDR aufgewachsen, ich war 30 Jahre in der SED, wir haben den gleichen Feind, ich möchte dir helfen. Wir müssen den Kapitalismus und die Amerikaner bekämpfen. Ja, ich muss jetzt leider Gottes auflegen. Ach Mensch. Ich werde mich morgen im Laufe des Nachmittags nochmal melden. Ja, und bis dahin denkst du über mein Angebot nach und machst mir ein gutes Angebot. Machen Sie bitte bis morgen eine Kryptotasche. Lassen Sie dort so, dass ich dort einzahlen kann und dann haben wir das hinter uns. Wir machen das so. Du machst dann morgen eine Einzahlung auf die Tasse und wenn ich sehe, dass das wirklich funktioniert, dann können wir einen Deal machen. Genau so sieht's aus.
Gut. Mehr brauche ich von Ihnen nicht. Ich muss das nur sehen, dass das Scheißgeld bei Ihnen angekommen ist und bei keiner anderen. Sie müssen auch auf dem, wie ist das, auf der Kryptotasche, müssen Sie auch kein Geld drauf haben, nichts. Eine Zero, eine Null. Ich weiß, was Zero ist, danke. Genau, dort werde ich einzahlen. Sobald Sie das Geld haben, muss ich davon einen Screenshot machen. Das dient mir als Beweis, dass Sie das Geld erhalten haben und dann werden Sie aus dem System gelöscht. Welche Uhrzeit ist denn morgen für Sie passend? Also mir wäre der Vormittag tatsächlich am liebsten. Vormittag. Sind Sie denn bis Vormittag fertig mit Öffnen von Kryptotasche? Ja, das kriegen wir hin. Wunderbar. Dann ich frage da nachher meinen Kollegen von der Botschaft hier, der hilft mir. Vor allem, wenn ich denen sage, dass da ein Landsmann ist von ihm, der mir helfen will. Machen Sie das bitte, bitte, bitte. Ja, wir kriegen das hin, ne? Wunderbar. Tod den Amerikanern. Vielen Dank. Stimme ich Ihnen ganz zu. Einen schönen Tag. Bis morgen. Dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Was für ein Trottel. Ja. Ich bin's nochmal. Ja. Einmal Kraken oder Binance Kryptowährung. Das wird. Da sind zwei deutsche Hersteller und wie gesagt, nur auf die beiden kann ich die Überweisung tätigen. Achso, das funktioniert aber trotz der Sanktionen noch, ja? Wie bitte? Das funktioniert trotz der Sanktionen noch. Das ist alles Deutsche. Das weiß ich. Genau. Genau. Hast du dir mein Angebot denn schon überlegt inzwischen? Nein. Wie gesagt, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Hast du keine Zeit? Wie gesagt, wir sind für morgen verblieben. Bis morgen bitte das einmal zu installieren, zu machen, ja. Und dann, dass ich das einmal abarbeiten kann. Wann wollen wir uns denn morgen verabreden? Wann wolltest du denn anrufen morgen? Für 11.30 Uhr hatten wir doch gesagt. Nö, du hast morgen Vormittag gesagt. Dann schreibe ich mir jetzt 11.30 Uhr auf. Sie sagten ja Vormittag und dann sagte ich doch 11.30 Uhr. Ja, dann habe ich das vielleicht überhört. Ich habe das so notiert. Okay. Na gut, dann machen wir das so. Ich freue mich schon auf morgen. Alles klar. Einen schönen Abend, schönen Tag. Dir auch. Tschüss. Bis dann. Tschüssi. Hallo? Ich höre, ja. Ja, wir haben gestern miteinander telefoniert. Ich weiß. Genau. Haben Sie das jetzt eingerichtet? Ja, ist alles soweit. Ich habe das vor einer ganzen Weile schon mal gemacht. Ich habe das wiedergefunden. Also ich bin startklar im Prinzip. Okay, dann möchte ich Sie einmal bitten, Anydesk aufzumachen. Nee, das Thema haben wir ja gestern schon gehabt. Du gibst mir jetzt deine E-Mail-Adresse und dann kann ich dir die Wallet-Adresse schicken. Und dann kannst du mir beweisen, dass ihr auch auszahlt, ne? Ich habe Sie jetzt nicht verstanden. Du gibst mir jetzt deine E-Mail-Adresse und dann schicke ich dir die Wallet-Adresse zu und dann kannst du die Überweisung machen. So, mein guter Herr, jetzt das erste und das letzte Mal, ansonsten gebe ich das einfach zum anderen Kollegen und dann kann er sich mit der Scheiße auseinanderschlagen. Ach komm, Prigozhin, jetzt tu nicht so. Ich brauche nur die scheiß Anydesk, damit ich sehe, dass das Geld bei Ihnen ankommt und nicht bei irgendjemand anderen. Und dass die Kraken-Wallet auf Sie eingerichtet ist. Kraken-Wallet? Genau. Nee, das ist hier, wie heißt denn das nochmal, wo ich das gemacht habe? Ich habe schon wieder vergessen. Ach, dieser... Ja, dann strengen Sie sich ja mal an und erinnern sich. Ich streng mich mein ganzes Leben lang schon an. Vielleicht solltest du das auch mal probieren. Merke schon. Ja. Na komm, ich hab dir doch gestern ein Angebot gemacht. Hast du darüber nachgedacht? Ihr Angebot interessiert mich ein Feuchten. Ja, das merke ich, aber... Ich hab auch die Schnauze voll. Glaubst du denn wirklich, ich fall da drauf rein, was du hier machst? Jetzt gib mir deine E-Mail-Adresse, damit ich dir das schicken kann. Oh, meine Güte. Wie oft sollen wir das noch durchkauen? Vielleicht so dreimal, weil dann verstehe ich es vielleicht. Dreimal? Ich glaube, das hilft Ihnen auch bei 33 mal nicht weiter. Kannst du denn bis 33 zählen? Stell dir das mal vor. Ja, meine Güte, wie viele Leute fallen da am Tag eigentlich so drauf rein? Worauf sollen die
Ein Reinfall. Naja, sich mit geöffneter Wallet und geöffnetem Online-Banking Leute auf den Computer lassen. Das meine ich. Wie bitte? Dass sie so dumm sind und Leute auf den Computer lassen, wenn sie die Wallet und das Online-Banking offen haben. Wie viele Leute machen das am Tag? Also entschuldigen Sie, dass ich mich jetzt so ausdrücke, aber dumm sind im Augenblick nur Sie, weil Sie wissen schon, wenn Sie Anydesk akzeptieren, dann können Sie auch die Verbindung, Sie müssen sich etwas schlau machen, bevor Sie irgendwas von sich geben. Das tue ich. Weniger Bildzeitung gucken, weniger CDF schauen. Und dann wird man auch klüger. Ich gucke das beides nicht, das ist mir beides zu niveaulos. Genau, dann lesen Sie einmal über Anydesk mehr. Ja, aber wenn du damit gar nichts machen kannst. Machen Sie sich einmal schlau. Bratan, wenn du damit gar nichts machen kannst, dann brauchst du es ja auch nicht. Wenn es dir nichts bringt, dann brauchen wir. Ich kann dir einen Screenshot schicken. Haben Sie mir zugehört oder? Ich habe dir zugehört, auch gestern die ganze Zeit. Genau. Ja. Nee, gestern habe ich Ihnen zugehört. Ja, das ist. Über 50 Minuten lang. Ja, das ist auch gut so. Genau, und deshalb ist auch meine Geduld komplett am Ende. Ach du Ärmster. Entweder machen wir das jetzt so oder ich gebe das jetzt weiter. Na, dann machen wir das jetzt fertig, weil ich will ja auch das Geld haben. Wie bitte? Ich habe gesagt, wir machen das jetzt fertig, weil ich will ja auch das Geld haben. Gut, dann machen Sie einmal Anydesk auf und dann geht's los. Ja, ich mache das eben einmal auf. Oh, ich muss noch ein Update machen, sagt er hier. Wann habe ich das Geld denn dann da? Kommt das jetzt gleich rüber? Innerhalb von 10 bis 20 Minuten. Das ist schon eine klasse Sache. Und was kriegt ihr dafür? Was muss ich da an Kommission bezahlen? Wenn Sie sich irgendwo angemeldet haben, dann haben Sie doch sicherlich auch dort was durchgelesen, bevor Sie irgendwas auf Akzeptieren drücken, oder? Nee, du bist ja von einer anderen Firma. Du hast das ja aufgelöst und willst mir ja mein Geld wiedergeben. Und ich möchte fragen, genau, was kostet dieser Service? Und ich werde pro Kunden bezahlt. Ja, und was kostet mich dieser Service? Mir ist das scheißegal, ob ich 80.000, 90, 100 oder 1 Million überweise. Das geht mich im Endeffekt ein Scheißdreck an. Ja, aber was kostet mich eure Dienstleistung? Ihr macht das doch nicht umsonst. Wir machen das für... Oh mein Gott. Uns beauftragt eine Firma. Ja, gestern angeblich das Finanzamt, hast du gesagt. Finanzamt? Hast gestern gesagt, du bist Subunternehmer vom Finanzamt. Sie hören mir überhaupt nicht zu. Ne, so viel Kram, wie du da erzählt hast, das kann man sich auch nicht alles merken, ne? Mhm. Verwechseln Sie sich bitte nicht mit Ihrem Spiegelbild. Ne, mein Spiegelbild, das ist traumhaft schön. Ich habe mir hier das Bildnis des Dorian Gray aufgehangen. Bestimmt vor 30, 40 Jahren gewesen. Ja, das Bildnis des Dorian Gray. Kennst du den Roman? So, machen wir das jetzt oder... Ja, klar. Wir können auch gerne reden. Also ich mag mich gerne mit Ihnen unterhalten. Ich hab die Schnauze voll. Wie heißt du denn auf Instagram? Da können wir weiterreden. Und ich habe das jetzt das erste und das letzte Mal gesagt. Entweder habe ich die Nummer innerhalb von 2 Minuten oder wir legen auf. Kriegen wir hin. Anderen Kollegen. Aber wie heißt du denn bei Instagram? Na komm. Also die Zeit läuft, ne? Ja, deine Zeit läuft auch. Die Sendezeit bei mir ist kostbar. Mhm. Ja. Und was sollen wir jetzt machen? Möchtest du jemanden grüßen? Komm, du Betrüger, erzähl mal ein bisschen was aus deinem Leben. Warum bist du so eine elende Existenz geworden? Bleib jetzt 1 Minute 51 Sekunden. Das interessiert mich überhaupt nicht. Glaubst du wirklich, ich habe dir jetzt über 1 Stunde deiner Zeit geklaut und du bist immer noch so dumm und denkst, ich fall da drauf rein? Vollidiot. Also... Wer dumm ist, wissen wir schon von uns beiden, ne? Ja, ja, die Zuschauer wissen das ganz genau. Du bist die ganze Zeit live auf YouTube, du Trottel. Endlich mal. Ja. Werde ich mal berühmt. Ja, als Drecksack. Das ist ein ziemlich, ziemlich trauriges Schicksal, aber das scheinst du ja, hast ja gestern schon gesagt. Wie viele Opfer gibt es?
Ja, wie viele Leute legst du rein am Tag? Jetzt kannst du auch mal ein bisschen was erzählen. Ich hab dir ja gestern schon gesagt, dass ich mich nicht abzocken lasse von dir. Du hast trotzdem wieder angerufen. 1:13. Interessiert mich nicht. Denkst du wirklich, ich gebe dir Geld oder eine Anydesk-Verbindung oder irgendwas, du Idiot? Geh mal zur Schule, da kannst du was Richtiges machen. Zur Schule? Ich bin da auf... Alter. Das Einzige, was du in der Schule gemacht hast, ist als Strafarbeit den Dreck auf dem Hof aufsammeln. Sozialstunden. Sozial? Guck mal, was für Wörter du kennst. Du bist ja ein richtig kluger Mann, wa? Im Vergleich zu dir ist ein Straßenkind klug. Jetzt kommt der Witzbold her. Oh, jetzt wird's ganz brutal. Warum bist du eigentlich gerade nicht in der Zone der militärischen Spezialoperation, wenn du das alles so toll findest? 37 Sekunden. Ja, 37 ist deine Kuh. Endlich habe ich dich gleich von dem Backen. Kannst ja auch einfach auf Auflegen drücken, du Idiot. Oder hast jetzt Hilfe gerufen, weil du das nicht alleine hinkriegst? Nein. Ich brauche keine Hilfe für dich, Opfer. Na doch, das bräuchtest du. Die ich für jeden Kunden habe. Kunde, Opfer nennt sich das scheiß kriminelles Pack. Du bist ein Opfer. Nö, mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Du bist gerade das Opfer. Tausende Leute lachen dich gerade aus. Tausende Leute? Du möchtest gerne YouTuber. Ja, ist so. Wenn du 2 Follower hast, dann kannst du in die Hände klatschen. Oh ja. Dritten hört das ja auch. Wenn du 2 Gehirnzellen hättest, dann könntest du eventuell mit Unterstützung klatschen. Glaub aber nicht, dass das noch was wird in dem Leben. Komm, schnapp dir eine Kalaschnikow und kämpfe deine Träume, du Idiot.